Für Wen Hui ist die Vergangenheit nicht vergangen. Ihr zentrales Thema ist Erinnerung. Der Körper ist für mich der zentrale Schauplatz. Durch ihn, durch das Körpergedächtnis, erinnern und reflektieren wir Geschichte und Gesellschaft, unsere Realität, alles, was wir erlebt haben. Wen Hui ist Pionierin des unabhängigen Tanztheaters in China. In den 90er Jahren gründet sie das erste freie Tanzkollektiv, das Living Dance Studio. Seit der maoistischen Kulturrevolution diente der Tanz der kollektiven sozialistischen Erziehung. Auch Wen Hui erlebt das als Kind. Ihre Familie schickt sie zu sogenannten Loyalitätstänzen. Jede Familie aus unserer Wohnanlage schickte eine Person. Und dann wurde vor den Bildnissen des Vorsitzenden Mao Zedong und des Vizevorsitzenden Lin Biao der Loyalitätstanz getanzt. Es gab Anweisungen, die genau erklärten, was man an dem Tag erledigen musste. Gegen die offizielle Lesart der Kulturrevolution setzt Wen Hui ihre eigene. In ihrem Stück Red untersucht sie die Ideologie hinter den maoistischen Modellopern. Sie befragt Zeitzeugen, studiert die Bewegungen der berühmten Tänzerin Liu Juying und lässt sie ihre Erinnerungen erzählen. Auch eine Studie zum Körpergedächtnis. Peking. Hier lebt und arbeitet Wen Hui. Hier hat sie in den 80er Jahren traditionellen Tanz und Choreografie an der staatlichen Tanzakademie studiert. In den 90ern beginnt für sie eine neue Zeit. Sie geht nach New York, um zeitgenössischen Tanz zu studieren. In Europa spielt sie Theater, arbeitet mit der damals größten deutschen Choreografin Pina Bausch. Ich hatte plötzlich entdeckt, was man alles machen kann. Dass man überall tanzen kann. Man kann auf der Straße tanzen, in der U-Bahn, man kann auf einer Brücke tanzen oder in einem Bus. Es muss längst nicht immer eine Bühne sein. Zurück in Peking gründet Wen Hui 1994 gemeinsam mit dem Filmemacher Wu Wenguang das Living Dance Studio, Chinas erstes unabhängiges Tanzstudio. Neue Themen, neue Methoden, neuer Stil. Damals gibt es keine unabhängigen Tänzer und Tänzerinnen. Sie fragt Freunde, ob sie performen wollen. Die Choreografien kreisen um den weiblichen Körper, um die Rolle von Frauen im patriarchalisch geprägten China. Ein Thema, das sie mit zunehmendem Alter immer mehr umtreibt: Wie wurde ich zu der Frau, die ich bin? Ich habe den Eindruck, dass ich selbst auch dieses patriarchalische Denken verinnerlicht habe. Früher hatte ich kein Gespür dafür. Aber mit der Zeit kam das langsam. Nachdem ich 30 war, begann ich dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Aber weil das eben alle so verinnerlicht haben in der Familie, in der Umgebung, ist es ganz schwer, sich davon zu befreien. Wen Hui rüttelt an der Geschichte, an ihrer persönlichen und an der ihres Landes. Das gefällt nicht allen. Viele Themen sind tabu. Die offizielle Geschichtsdeutung wird kaum hinterfragt. Umso subversiver, wenn die Choreografin in ihren Arbeiten Menschen eine Bühne gibt, die sonst keine Stimme haben. Eine anrührende Begegnung mit der Tante ihres Vaters, ihre dritte Großmutter, Su Mai Ling. Sie hat nie eine Schule besucht, wurde schon als Teenagerin Mutter, erlebte Höhen und Tiefen chinesischer Geschichte. Die dritte Großmutter ist auch Teil des neuen Stücks von Wen Hui. In I'm 60, ich bin 60, mischt sie eigenes Dokumentarmaterial mit alten Filmen, in denen Frauen sich von der Vorherrschaft der Männer befreien. Mit den Mitteln der Erinnerung aufklären. Wen Hui denkt dabei vor allem an die jüngeren Frauen. Sie glauben, alles ist in Ordnung, wenn es ihnen gut geht. Alles andere ist egal. Aber wenn man wirklich nachhaken würde, wenn man das mal richtig untersuchen würde, dann könnte man wohl schnell feststellen, dass es Unterschiede gibt. Dass es jede Menge Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft gibt.
Wen Hui weiß, dass sie die Gesellschaft nicht ändern wird. Aber mit ihrer Kunst ist es ihr immer wieder gelungen, den Blickwinkel auf die Geschichte ihrer Heimat China zu verschieben.